Großer Dank an die Sponsoren unserer Veranstaltung, an die Firma Polika. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wie kam das? Ich habe gelernt, wir müssen ja jetzt schon mal schauen, dass die nächste Generation ja wohl staatlich entsteht, dass denen das geben kann, dass die Idee weitergetragen wird, das groß zu machen, die Bekanntschaft und so weiter. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich da genug Leute mit dir so begeistern. Sind da, glaube ich, 200 Betriebe, die dabei sind. Was für Hologramme ist hier der erste Punkt? Was ist die Aufgabe von Autolacken? Nennen Sie drei gängige Versiegelungsarten. Was ist das Sicherheitsdatenblatt? Schauen wir mal, ich bin gespannt. 1, 5, 9, 13, 17, 21. Und ihr seht an den drei Autos eure jeweilige Nummer. Einmal rumlaufen. Kommt Jungs, jetzt nur Vollgas geben. Alle haben einen durchschnittlichen GU-Wert von 92, was sehr, sehr gut ist und damit zu Recht die ersten drei platzierten. Und jetzt übergebe ich mich an euch, weil ihr dürft meine Zahlen. So, ich rufe jetzt alle drei Platzierten auf, und zwar ist das Martin Kölscher. Neuer deutscher Poliermeister 2022 ist Daniel Kampmann.